Guten Tag, mein Name ist Peter Schönborn. Vielleicht kennen Sie mich noch von 2014. Habe ich die Roulade Anna Amalia gemacht für den Topfgucker TV. Ich bin ein stolzer Küchenchef. Mit Freunden gucke ich auch in die Zukunft, weil meine Generation, meine Auszubildenden, geben mir Hoffnung und begründete Hoffnung, dass das Anna Amalia weiter in guten Händen bleibt. Dieses Mal mache ich einfach Spargel mit drei verschiedenen Fischen und einer frisch aufgeschlagenen Hollandaise. So, jetzt kochen wir Spargel in einem Wasser. Salz ist schon drin, ein bisschen Zucker noch dazu. Eine schöne Portion. Muss nur 2-3 Minuten aufkochen. Für die Fische habe ich heute frischen Lachsseite. Steht bei uns auf der Karte. Wird gerne gegessen. Ein Zanderfilet. Und für ganz große Fischfreunde ein Thunfischsteak. War ein schöner Brocken. Heiße Pfanne. Gesalzen. Wenig Fett. Spargel kann in 2 Minuten schon wieder raus. So, jetzt legen wir den zur Seite, bis der Fisch soweit gar ist. Und dann geht der in den Dämpfer. Wir machen eine Hollandaise. Mein Ansatz, der ist ein bisschen Geheimnis. Kommt für den Eigelb dazu, der Rest ist Weißwein, Salz, Zitronensaft, so viel verrate ich. Cayennepfeffer. Wo kriegen Sie noch selbst aufgeschlagene Hollandaise? Ja, das Verhältnis von Wein und Eigelb muss stimmen. Es sollte natürlich nicht zu heiß werden, sonst hat man Rührei. Und die Geschwindigkeit beim Schlagen, dass man auch alles mitnimmt. Nicht an einer Stelle nicht rührt, dann wird es natürlich, das ist schon fertig. Hier kommt mein Fisch. Mein Kollege macht das mit ganz viel Liebe. Und ich gebe jetzt reichlich Butter nach und nach. Temperiert auf die Temperatur von warmem Badewasser oder wirklich warmem Badewasser. So, fertig. Fisch geht in den Ofen, Spargel geht jetzt in den Dämpfer. Der ist noch sehr fest. Den Spielraum brauche ich, dass er nachher einen sehr schönen Biss hat und nicht verkocht ist. Der Fisch. 3-4 Minuten im Ofen, normaler Konvektomat, also Umluftofen, vielleicht 2 Minuten länger. Der Konvektomat ist natürlich etwas stärker und hat etwas mehr Power. Dazu machen wir schöne Petersilienkartoffeln. So. So, warmer Teller haben wir, dann richten wir an. Das ist eines unserer beliebtesten Essen. Fische ändern sich manchmal mit der Saison ein bisschen. Es kann auch ein Kabeljau sein oder Doradenfilet. Aber das ist unsere Fischportion für Fischesser. Also nochmal herzlich willkommen im Anna Amalia. Gerade für Fischliebhaber. Eine schöne Portion Fisch und frischer Spargel aus Gremmen mit einer selbst aufgeschlagenen Hollandaise. Lassen Sie sich von uns verwöhnen. Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de